Lassen Sie mich jetzt die einzelnen Aspekte hier noch etwas intensiver betonen. Was ist nochmal das Tagethema? Was genau ist das? Man kann dazu auch sagen, das ist die Selbsthilfe mit der Notenpresse. Es gibt verschiedene Interpretationen, was der Target-Saldo ist. Zunächst einmal geht es einfach darum, dass hier Buchforderungen bei den Notenbanken verbucht werden. Im Normalfall, wenn also Überweisungen über die Landesgrenzen erfolgen, sagen wir mal zwischen Griechenland und Deutschland, dann geht das in beide Richtungen. Griechen wollen sich ein deutsches Auto kaufen, machen eine Überweisung nach Volkswagen. Im Zuge dieser Überweisung muss die griechische Notenbank die Bundesbank bitten, an ihrer Stelle Geld auszuzahlen an Volkswagen, sonst liefert Volkswagen nicht. Da wird ja kein Geld physisch transportiert, sondern die eine Notenbank bittet die andere Notenbank, an ihrer Stelle auszuzahlen. Gut, normalerweise gibt es das Gegengeschäft. Eine deutsche Bank gibt einen Kredit nach Griechenland, dann muss die Bundesbank die griechische Notenbank bitten, an ihrer Stelle jetzt dem Kreditnehmer das Geld auszuzahlen. Das hebt sich normalerweise auf. Das hebt sich aber in der Krise nicht mehr auf, weil die Zahlung nach Griechenland privat nicht mehr erfolgt. Es ist nur noch die Zahlung umgekehrt von Griechenland zurück. Damit vergibt die Bundesbank der griechischen Notenbank netto einen Kredit. Sie führt für sie Zahlungen durch. An Lieferanten von Waren, auch an deutsche Banken, die die Tilgung ihres Kredits jetzt von den Griechen verlangen. Und die Tilgung wird nicht von den Griechen gemacht, sondern von der Bundesbank. Dadurch entsteht ein Schuldverhältnis zwischen den Notenbanken. Die Bundesbank hat eine Forderung gegenüber der griechischen Notenbank und die griechische Notenbank eine Schuld. Und als solches stehen sie in den Bilanzen und das sind die Tagesalden, die wir da haben. Was passiert? Ja, und diese Salden sind das, was Ökonomen als Zahlungsbilanzsalden bezeichnen. Wenn es grenzüberschreitende Geldströme gibt, diese Geldströme nennt man Zahlungsbilanzsalden. Normalerweise gibt es die nicht, weil da fließt der Kredit aus dem Kerneuropa in den Süden, Geld hin, und man zahlt für ein Gut Geld wieder raus. Das hebt sich auf, aber wenn sich das nicht aufhebt, entsteht halt ein Zahlungsbilanzsaldo und das genau ist der Target-Saldo. Aber es passiert noch mehr, denn wenn im Süden jetzt per Saldo Zahlungsaufträge gen Norden vergeben werden, dann fehlt es an Geld, weil mit jedem Zahlungsauftrag Geld vernichtet wird im Süden. Es ist weniger Geld für die Zirkulation da. Die zirkulierende Geldmenge im Sinne der Geldbasis, echtem Zentralbankgeld, liegt bei den europäischen Ländern zwischen 10% und 20% des Bruttoinlandsprodukts. Ist nicht sehr viel. Wir brauchen nicht sehr viel Geld. Jemand, der reich ist, hat wenig Geld. Ja, der ist ja nicht so dumm, sein Vermögen in Geldform anzulegen, sondern er hat verzinsliche Anlageformen. Also Geld im engeren Sinne ist wenig. Und wenn man jetzt netto Geld überweist in den Norden, ist es schnell weg. Nach ein paar Monaten ist nichts mehr da. Das geht also nicht. Es muss im Zuge dieser Überweisung von Geld automatisch neues Geld geschaffen werden durch Kreditvergabe der nationalen Notenbank. Das ist fast ein Vorgang. Und insofern messen die Targetsalden nicht nur die Nettoüberweisungen durch das Zentralbankensystem, sondern auch den Nachdruck von frischem Geld im Süden, um den Abfluss der Liquidität zu kompensieren. Und sie messen zusätzlich im Norden, wo diese ganze Liquidität anlandet, dann eine Verringerung der Geldschöpfung, denn auch wir haben irgendwie zwischen 10% und 20% des BIP an Geldmenge. Und wenn da zusätzliches Geld von der Bundesbank im Zuge der Überweisungen geschaffen wird, dann können wir das gar nicht gebrauchen. Unsere Banken legen es wieder an bei der Bundesbank. Und damit ist es aus dem Kreislauf raus. Es ist per Saldo dann nicht mehr Geld da als vorher auch. Das Geld wird hier quasi vernichtet. Im Süden wird es gedruckt, im Norden wird es geschreddert. Das ist der Vorgang.
Auch diese Geldvernichtung im Norden, die kompensierend stattfindet für den Geldzustrom durch die Überweisungsprozesse, um die gesamte Geldmenge konstant zu halten, wird durch die Tagezahlen gemessen. Man kann deswegen die Metapher benutzen für das Geschehen, dass die Notenpresse quasi verliehen wird von der Bundesbank an die griechische Notenbank oder an die spanische Notenbank. Nicht? Hier wird es nicht mehr gedruckt, dafür wird es im Süden gedruckt. Das ist das, was auch gemessen wird. Indirekt allerdings nur und approximativ, aber die Approximation ist sehr, sehr hoch, wie man zeigen kann. Hier sehen Sie das Geld, das in Südeuropa netto aus Südeuropa netto durch Überweisung in Norden geschickt wurde, obwohl es ja nie wirklich geschickt wurde, sondern es sind elektronische Vorgänge. Da waren wir in der Spitze bei 1.000 Milliarden Euro bei den Krisenländern Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien und Zypern. Und jetzt am aktuellen Rand beruhigt sich das etwas, weil die Märkte wieder Zutrauen gefasst haben durch die Ankündigung der EZB, die Staatspapiere auf den Sekundärmärkten notfalls zu kaufen. Wir sind jetzt bei 871 Milliarden. Das sind also die Nettoüberweisungen vom Süden in den Norden. Gut, Irland ist nicht der Süden, also immer wenn ich Süden sage, meine ich dann auch Irland dabei. Obwohl, wenn Sie die Palmen in Irland sehen, ist schon relativ südlich, nicht? Und umgekehrt, das netto hierhin überwiesene Geld, was die Bundesbank zwingt, im Auftrag anderer Notenbanken Überweisungen durchzuführen, das ist also bei 700 Milliarden, genau 719 Milliarden im November angekommen. Und Sie sehen, die ganze Sache fing erst an im Sommer 2007, als die Finanzkrise von Amerika rüberschwappte. Vorher waren das keine Beträge. Vorher war das immer ausgeglichen. Wir haben hier quasi ein System mit Überziehungskrediten im internationalen Zahlungsverkehr. Man kann, auch wenn man die privaten Kredite nicht mehr bekommt, sich trotzdem weiterkaufen im Norden, was man möchte, weil die Notenbanken einander den Gefallen tun, die Zahlungen durchzuführen. Wenn man das nach einzelnen Ländern runterbricht, am aktuellen Rand sieht man dieses. Das sind 715 Milliarden Kredite, die die Bundesbank vergeben hat. 120 Luxemburg, gleiche Größenordnung Holland, 70 Finnland. Das sind also die Überschussländer. Und am rechten Bildrand nach unten die roten Balken, das sind die Krisenländer. An der Spitze Spanien mit 360 Milliarden Euro an Krediten, die man also aus dem EZB-System herausgezogen hat. Zusätzliche Refinanzierungskredite über das Normalmaß hinaus, welches zur Liquiditätsversorgung von Spanien nötig war, Kredite, mit Hilfe derer im Norden Güter gekauft wurden oder Schulden getilgt wurden. Auch die ein oder andere mittelständische Firma soll gekauft worden sein im Norden. Also wofür die Zahlungen nach gen Norden überwiesen werden, ist egal. Nicht? Hoch, tief und so. Das sind in der Summe am aktuellen Rand 871 Milliarden. Das ist ein Thema, das erst von der Politik runtergespielt wurde, aber spätestens seit Moody's im Sommer angekündigt hat, Deutschland eventuell herabzustufen, ihm eine ihm die beste Bonitätsnote zu nehmen, und zwar im Hinblick explizit auf die Targetsalden, kann die Politik nicht mehr sagen, das sei ein irrelevantes Thema. Denn die Herren und Damen von Moody's kennen sich da aus. Das kann man mal unterstellen. Niederschlägt. Nun, lassen Sie mich in diesem Zusammenhang, wenn wir über die Leistungsbilanzsituation, Leistungsbilanzdefizite sprechen, auf ein sehr aktuelles Thema kommen, das ein Professor aus München seit mehreren Wochen intensiv verfolgt. Ich freue mich, dass er unter uns ist. Herr Professor Sinn, Sie haben die Target 2 Salden thematisiert. Meine Damen und Herren, wer im Raum weiß, was Target 2 Salden sind?
Herr Professor Sinn, Sie sollten es wissen. Sie müssen sich melden. Sie sollten sich melden. Ich will nicht in die Technik einsteigen. Es geht hier um ein Zahlungsverkehrssystem. Und es heißt Target Trans-European Real-Time Cross-Settlement Express Transfer. Jetzt wissen Sie, was das ist. Es ist ein, wie gesagt, Zahlungsverkehrssystem des Eurosystems, also zwischen den Zentralbanken. Nun, was die Bedeutung von Target 2 Salden oder von Target Salden innerhalb des Eurogebiets angeht, möchte ich versuchen, ein Missverständnis aufzuklären, aber ich kann Ihnen vorab schon sagen, es wird mir wahrscheinlich kaum gelingen. Denn hier gibt es zwei Positionen, die anscheinend nicht ganz versöhnlich miteinander sind. Target 2 Salden sind das Ergebnis der Verteilung von Zentralbankgeld innerhalb der Währungsunion. Und innerhalb des dezentralen Systems des Eurosystems. Und sie resultieren aus grenzüberschreitenden Zahlungsströmen zwischen Banken im Eurosystem, die über das europäische Zahlungsverkehrssystem, nämlich eben dieses sogenannte Target 2, abgewickelt werden. Nun, welches sind die Ursachen für diese Target 2 Salden? Dass auf der einen Seite wir eine sehr hohe Position, sehr hohe Forderungen auf der Seite der Bundesbank haben, auf der anderen Seite sehr negative Positionen bei anderen Ländern. Nun, makroökonomische Ungleichgewichte, wie hier dargestellt, wie die Leistungsbilanzdefizite, die wiederum öffentliche und private Spar- und Investitionsentscheidungen widerspiegeln, schlagen sich saldenmechanisch in Kapitalströme nieder. Normalerweise werden die Kapitalströme über die Finanzmärkte abgewickelt. Aber aufgrund der Störungen an den Finanzmärkten, und das ist Teil der Krise, in der wir uns nach wie vor befinden, und ist die EZB eingesprungen als Mittler am Geldmarkt, wie ich das vorhin gezeigt habe, durch die Sondermaßnahmen. Und dieses Einspringen, dieses Ersetzen des Marktes durch die EZB spiegelt sich natürlich auch in diesem Zahlungsverkehrssystem wider. Allerdings reflektiert das nichts anderes, als was bisher schon bekannt war. Und lassen Sie mich auch sagen, dass diese Salden eine Momentaufnahme darstellen aus einer anderen Perspektive. Es ergeben sich aus diesen Target-2-Salden keine zusätzlichen Risiken für das Eurosystem. Die Risiken ergeben sich ausschließlich aus den geldpolitischen Operationen der EZB und der nationalen Zentralbanken. Target 2 spielt keine Rolle bei der Schaffung von Zentralbankgeld. Und dies führt keineswegs dazu, dass es in den Ländern, die nun Forderungen haben, wie zum Beispiel die Bundesbank, zu einer Einschränkung oder einer Rationierung der Kreditvergabe zugunsten einer Ausweitung der Kreditvergabe in der Peripherie, in den Problemländern kommt. Und dies wird durch unsere Statistiken bestätigt. Es gibt keinen Kreditengpass in Deutschland. Im Gegenteil kann man sagen, dass es den Banken in Deutschland nicht an Liquidität mangelt. Ein Indikator dafür ist, dass die deutschen Banken oder viele deutsche Banken ihre überschüssige Liquidität bei uns wiederum deponieren, die sie nicht in den Geldmarkt geben. Ein kleiner Ausflug in die Technik, aber lassen wir es dabei. Meine Damen und Herren,